Hallo und herzlich willkommen, liebe oder lieber Zuhörer. Wir wollen den Heiligen Geist einladen, Raum einzunehmen, dass das geredet wird, was er möchte. Nicht mein Wille, nicht meine Pläne, sondern sein Wille und seine Pläne. Gottes Wort kommt nie leer zurück. Unsere Worte bringen oft Tod und Verderben. Lasst uns gemeinsam Epheser 6,12, ein sehr bekannter Vers, lesen. Ich lese aus der Zürcher Bibel. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen im Himmel. Ein wichtiger Vers ist auch Vers 10 im gleichen Kapitel. Werdet stark im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht. Also uns wird in der Bibel immer wieder vor Augen geführt, gerade auch im Epheser 6, wo es um die Waffenrüstung geht, dass wir in einem Kampf stehen. Die Mächte wurden bereits besiegt, aber sie versuchen noch alles, um zum Beispiel unseren Glauben, unser Vertrauen zu erschüttern. Sie kommen mit Angst, mit Sorge. Das ist diese antigöttliche Masche oder das Werkzeug mit Lügen, mit Entmutigung. Was bietet mir Gott dafür an? Zum Beispiel Nehemia 18b, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und weißt du, wenn ich mir die Freude nicht rauben lasse, egal wie die Umstände sind, weil Freude zu haben ist auch eine Entscheidung, es ist nicht immer ein Gefühl, dann kann Satan nichts tun. Wir wollen über Türen nachdenken. Wenn du in eine Wohnung willst, außer sie ist im Erdgeschoss und du kannst durchs Fenster rein, musst du in der Regel durch die Tür. Und so sagt auch Jesus von sich, dass er so eine Tür zum Vater ist. Er sagt nämlich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, er ist diese Tür. Er kommt auch durch die Tür in den Schafstall. Und er sagt auch, dass wir darum ringen sollen, durch die enge Pforte einzugehen. Wenn wir nicht durch seine Türe gehen, Satan bietet uns in allem auch Türen an. Also es gibt auch die Tür zum Beispiel der Religiosität, wo ein Mensch sich über seine Werke definiert und eher so eine Beziehung zu Gott hat. Wie soll ich es beschreiben? Wie wenn du zum KVR gehst oder besser gesagt noch einkaufen. Du hast eine Liste dabei, du legst alles dazu, was du brauchst. Das wäre dann das Gebet. Und dann gehst du wieder. Also im Supermarkt musst du noch zahlen. Gott hat schon den Preis bezahlt, in unserem Fall. Aber so sind viele unterwegs. Sie führen keinen Dialog mit Gott, sondern Monologe. Der Begriff hören ist für sie, das leben sie nicht. Sie leben nicht, dass sie auch im Gebet nicht nur einfach hinkommen und Monologe führen sollen. Stell dir vor, du triffst dich mit einem Freund oder einer Freundin. Die Person redet die ganze Zeit. Du kannst nicht einmal etwas sagen. Ungefähr so sind wir oft mit Gott im Gespräch. Aber wir sollen, statt einfach loszubeten und leere Rituale vielleicht sogar zu pflegen, ihn zum Beispiel fragen: Guten Morgen, Herr Jesus, was bricht heute dein Herz? Oder was, Heiliger Geist, möchtest du, dass ich heute ausbete? Und dann auch zu hören. Und weißt du, Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Also das Erste ist, ein Schaf von ihm hört seine Stimme. Man muss einfach manchmal viele Sender ausschalten und sie folgen mir. Das heißt, es hat auch mit Gehorsam zu tun. Weißt du, geh und horche. Geh und horche. Gehorche.
Also pass auf, welche Türen dir Satan anbietet. Es gibt viele andere Türen, die ähnlich scheinen wie die Tür zu Jesus, aber die es nicht sind. Viele sind berufen, wenige sind der Welt. Du kennst sicher die Geschichte von Abraham und Sarah, wie sie nicht auf den Sohn der Verheißungen warteten, sondern wie Abraham sich überreden ließ, sich mit der Hagar, seiner Magd oder die Magd seiner Frau einzulassen. Und diese Folgen spüren wir auch noch heute, denn Isaac steht für den Geist, den neuen Bund, den Bund mit Gott, den Sohn der Verheißung. Wir sind Kinder der Verheißung, weil wir aufgepfropft wurden auf den reinen Ölzweig. Und Ismael steht für Fleisch und wir haben tagtäglich einen Kampf zwischen unserem Fleisch und unserem Geist. Sogar Paulus, der 16 Briefe schrieb, der große Theologe, könnte man sagen, hat gesagt, ich armer Mensch, was soll ich tun? Das, was ich tun will, tue ich nicht, aber das, was ich nicht tun will, tue ich. Aber Jesus hilft uns, und das hat er auch gesagt oder geschrieben in seinen Briefen. Dann möchte ich etwas Kurzes über Abraham erzählen. Gott hat ihm im 1. Mose 12 gesagt, er soll alles verlassen, seine Frau und sein Hab und Gut quasi mitnehmen und weggehen. Ist dir bewusst, dass Abraham ein Heide war? Seine Familie hat Götzenstatuen verehrt und Gott wollte ihn dort raushaben. Ich weiß nicht wie, warum und so, wie der Mann überhaupt zum Glauben kam, weil der war ja nicht irgendwie total, also ich weiß nicht. Ich versuche es mir jetzt vorzustellen, Abraham betet Götzen an und plötzlich redet der lebendige Gott mit ihm. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so war, aber ich weiß es nicht. Und Gott wollte mit Abraham eine neue Generation, ein neues Volk kreieren. Ja, und Abraham war nicht gehorsam in einem Punkt. Er hat nämlich seinen Neffen Lot mitgenommen, vielleicht auch, weil dessen Vater schon tot war. Und ihr wisst, ihr kennt die Geschichte. Lot hatte Augenlust, er hat sich für Sodom und Gomorra entschieden, er hat unter sehr, sehr Gottlosen gelebt. Klar, das tun wir auch hier in der Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Bei Lot bin ich nicht sicher, ich weiß es nicht. Kennst dann, wie Gott Sodom und Gomorra vernichtete und Abraham ja vorher mit Gott verhandelte, dass er Lot rettet. Und wie Lot einmal entführt wurde in einem Krieg und Abraham dann ihn wieder befreit hat. Also es hat viele Schwierigkeiten gebracht. Kennst bestimmt auch die Bibelstelle, wo es heißt, das Land vertrug es nicht, dass eben Lot und Abrahams Hirten und Schafe im gleichen Areal waren. Und das ist logisch. Das verträgt sich nicht. Weil Lot, der steht für den alten, gefallenen Menschen. Das ist ein prophetisches Bild. Abraham ist der neue Mensch und Lot der alte. Und dieser alte Mensch ist oft noch in unserer Gemeinde zu finden. Deshalb ist die Gemeinde so schwach. Viele haben erkannt, dass Jesus für sie gestorben und auferstanden ist, dass er Gottes Sohn ist. Und sie lesen die Bibel, aber seine Kraft im Alltag, die erleben sie nicht. Und nicht, weil sie es nicht könnten. Es kommt darauf an, wie viel Zeit ich mit, also wie viel, nicht die Menge, sondern die Qualität, muss ich sagen, der Zeit, die ich mit Gott verbringe, wie viel ich ihm zutraue, ob ich diesen kindlichen Glauben habe, dass ich meinem Gott alles zutraue. Oder ob ich eher so bin, dass ich mit einer Liste zu ihm komme, wie ich schon erwähnte, abhake und dann in meinen Tag starte. Weißt du, Gott repariert uns nicht. Er gibt uns seinen Charakter.
Er macht alles neu. Natürlich nutzt er unsere Geschichte, unsere Narben, um anderen zu dienen. Wir sollten uns nicht bemühen, aus eigener Kraft ein Gutmensch zu werden. Denn es ist keine gerecht, auch nicht eine. Und es, sogar als die Leute zu Jesus kamen und sagten, guter Meister, sagt er, nenn mich nicht gut. Es gibt nur einen, der gut ist, der Vater im Himmel. Also, ich soll mich nicht bemühen, ein Gutmensch zu werden, sondern ein Gottmensch, ein Geistmensch. Gott reinigt gerade seine Gemeinde. Viele sind im Dornröschenschlaf. Weißt du, Erweckung fängt bei uns an. Und Jesus wird die siegreiche Gemeinde bei der Entrückung holen. Lot heißt zum Beispiel auch Schleier, verdunkeln, Verborgenheit, unter den Teppich kehren. Ändere diese Dinge, die du so handhabst, und du hast einen Durchbruch, denn Gott ist ein Gott des Durchbruchs. Weißt du, Gott ist auch ein Gott der Generationen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Bete für die Regierung. Sie ist korrupt, sie ist bestechlich. Und bete auch für Polizisten, denn viele müssen Psychopharmaka nehmen oder nehmen es. Also sind in diesen Klauen von Pharmakeia, von Medizin. Pharmakeia ist ein anderes Wort für Zauberei. Und weil sie es nicht ertragen, die Selbstmorde, wo sie die Leute finden und vieles andere mehr. Es gibt zwei Wege, der alte Mensch und der neue Mensch. Wir befinden uns bereits, weißt du, in der Offenbarung. Wir befinden uns bereits. Wir sollten nicht einfach losbeten. Wir sollten in Übereinstimmung mit dem Geist beten, denn wir dürfen nicht gegen die Dinge beten, die in der Offenbarung stehen. Wir sollen beten, dass sie kommen und dass die Gemeinde nach Kapitel 3 entrückt wird und die Trübsal nicht mehr miterleben muss. Es wird schrecklich werden für die Menschen, die zurückbleiben. Also der alte Mensch hat immer Stress mit einem Wiedergeborenen. Und je konsequenter du mit Jesus unterwegs bist, je mehr wird Satan dich versuchen, niederzuknüppeln. Der Lot ist immer im Weg, also unser Ego ist immer im Weg. Es ist wichtig, die Liebessprache Gottes zu kennen. Und die ist Gehorsam. So wünsche ich dir auch am heutigen Tag, dass du den Geist Abrahams hast, dass du den Geist Isaaks hast, dass du weißt, ich bin ein Überwinder, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ich bin ein Sohn, eine Tochter der Verheißung. Satan ist bereits besiegt, seine Mächte sind bereits besiegt worden. Sie werden am Ende der Zeit ihre Konsequenzen tragen. Jesus wird dafür sorgen, aber sie versuchen noch alles, um unser Vertrauen, unseren Glauben zu erschüttern. Deshalb sei nüchtern und wache, denn der Teufel, unser Todfeind, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Widerstehe ihm, dann muss er fliehen. In der Autorität Jesus, du hast den Sieg, du kannst von Sieg zu Sieg gehen. Deshalb wollen wir auch an diesem heutigen Tag, Herr Jesus, unser Fleisch kreuzigen. Und nach 2. Korinther 10, 4 und 5 kämpfen wir nicht mit den Waffen dieser Welt, sondern mit den Waffen Gottes. Und die sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Und all unser menschliches Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Leicht, einfach, schnell, unkompliziert. Unter dem Joch Gottes ist es so, es ist leicht. Das, was hart ist, ist im Fleisch zu sterben.
Sag doch mit mir, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Halleluja. Sei fett gesegnet. Amen.